Die Idee ist, dass Vergesellschaften ein Instrument ist, mit dem wir unsere Gesellschaft komplett umbauen können. Einmal steckt Demokratie in Vergesellschaftung und was auch darin steckt, ist, dass das Eigentum, was vergesellschaftet wird, der Profitlogik entzogen wird. Vergesellschaftung ist nicht Verstaatlichung. Also Vergesellschaftung ist weder Staat noch Markt. Bei einer Verstaatlichung kann es passieren, dass die Konzerne, die Unternehmen, die Sektoren einfach nach 1, 2 oder 7 Jahren wieder in private Hand übergeben werden wollen. Und das wollen wir nicht. Auch die beste Genossenschaft kann irgendwie schrecklich werden, wenn sie sich in Markt- und Konkurrenzbeziehungen behaupten muss. Das heißt, man muss auch für die Strukturen sorgen, in denen dann überhaupt Organisationen sich bewegen. Wir wollen tatsächlich demokratisieren und wir wollen die Produktionsweise endlich am Gemeinwohl ausrichten. Und dass wir damit ein ganz neues Gefühl von Gesellschaft bekommen können, was eben über Landesgrenzen hinweg auch funktioniert. Wir haben eine Konferenz, die über 3 Tage organisiert ist. Große Panels, aber auch ganz viele Workshop-Phasen, die irgendwie Schnittstelle auch zu bisherigen anderen linken Teilkämpfen sind. Das wird dann immer wieder gebündelt werden und am Ende soll es tatsächlich auf eine Bewegungsperspektive zugespitzt werden. Unsere Hoffnung ist, dass die Konferenz das ist, was wir versucht haben, und zwar der Kristallisationsmoment für eine bundesweite und sektorübergreifende Bewegung für Vergesellschaftung. Und in dem Kontext freue ich mich auch besonders auf die Vernetzungsslots, die stattfinden, um zu schauen, was kommt jetzt davon rüber, wie wird die Bewegung praktisch. Wir versuchen, diese theoretischen Themen runterzubrechen auf konkrete Ziele, auf konkrete Handlungsmöglichkeiten und haben dafür eben auch den großen Vorteil, dass Deutsche Wohnen und Co. Enteignen bei uns dabei ist und uns unterstützt, weil sie es eben geschafft haben, genau das hinzubekommen und MieterInnen unabhängig von ihrem akademischen Grad zu überzeugen. It's a very good starting point that we create a space to develop utopias and to develop in what kind of system we want to live. We are always worried about how to resist, how to act, how to react. And it's very good that we have this moment of thinking and visualizing and seeing what could socialization be. Die Krise, die wir gerade beobachten, das ist ja eine multiple Krise. Es überkreuzen sich gerade verschiedene Problematiken, die aus verschiedenen Themenfeldern tatsächlich kommen. Das heißt, diese ganzen Menschen, die in diesen Themenfeldern aktiv waren, die kommen jetzt hier unter dem Begriff der Vergesellschaftung zusammen, weil aus diesen ganzen Blickwinkeln das als die Lösung erscheint. Das ist egal, ob das jetzt irgendwie Corona-Krise ist oder neue kriegerische Auseinandersetzung oder dass einem die Klimakrise immer bewusster wird. Alles das ist irgendwie zeigt, wir müssen was anders machen. Aber dann gibt es halt auch die andere Seite, die ich auch sehr wichtig finde. Wir müssen die ganze Zeit unter Not- und Druckbedingungen arbeiten. Und man hat nicht das Gefühl, dass jetzt unsere Lösungen unmittelbar die sind, die direkt Lösungen versprechen. Also wir können jetzt nicht die Kriegssituation in der Ukraine lösen mit unseren Vorschlägen. Das heißt, diese ganz, ganz akuten Probleme arbeiten eigentlich eher den herrschenden Akteuren und den alten Lösungen zu. Und in dieser schwierigen Situation müssen wir jetzt uns halt behaupten und müssen neue Vorschläge machen, wie wir es besser machen wollen. We know what was the solutions. The so-called solutions of the last financial crisis that we have in 2007-2008. We saw that these bad solutions that the capitalist system with the states organized increased the crisis that we are living now. So we want other kinds of solutions and we have to organize ourselves to demand that. Viele von uns frieren schon mal vorsorglich, ziehen sich 2 Pullis an. Und riesige Konzerne erwarten fette Gewinne. Und diese Spaltung zwischen, ja, wer wartet auf richtig große Gewinne und wer blickt mit existenziellen Sorgen in den Winter, verläuft entlang der Eigentumsfrage.